Hallo, ich bin Vitus, ich bin 14 Jahre alt, ich bin kein Bot und ich stehe hier vor den vielen jungen Menschen, die sich politisch interessieren und engagieren, den von Menschen wie Sven Schulze, Manfred Weber und Axel Voss das Recht, nein sogar die Fähigkeit auf politische, auf demokratische Partizipation abgesprochen wird. Während es bei rassistischen und menschenverachtenden Demonstrationen und Bewegungen immer heißt, die Sorgen der Bürger müssen wir ernst nehmen, hören wir hier, dass wir von YouTube indoktriniert werden. Diese Polemik ist ein weit verbreitetes Phänomen, hat man doch jahrelang behauptet, die Jugend wäre nicht engagiert. Und da jetzt, wo Jugendliche gegen den Klimawandel, also für eine bessere Umweltpolitik oder gegen Zensur auf die Straße gehen, fühlen sich Politiker gleich bedroht. Und das nur, weil sie im Auftrag und in Lobbyinteressen von Großverlagen und Verwertungsgesellschaften handeln. Und wir hier, wir verstehen nicht, dass unsere Bundeskanzlerin sagt, man müsse die Interessen der europäischen Partner wahrnehmen, selbst wenn man Uploadfilter in Kauf nimmt und den Koalitionsvertrag bricht. Was Frau Merkel nicht versteht, die Richtlinie in ihrer Form ist in keinem Interesse eines europäischen Partners, sondern im Interesse weniger Konzerne. Außerdem wurde Frau Merkel nicht von ihren europäischen Partnern, sondern parlamentarisch indirekt von der deutschen Bevölkerung gewählt. Und wir sind die Menschen, die sich für den Geist der Europäischen Union stark machen und diesen verteidigen, indem wir gegen die EU-Richtlinie demonstrieren. Gegen eine Richtlinie, deren Artikel 9a, der zur Verwirrung in 12 umbenannt wurde, nicht freie KünstlerInnen und Kreative, sondern nur Verwertungsgesellschaften stärkt und ihnen ein Monopol verschafft. Deren Artikel 11 in der Abstimmung heißt er 15, das Grundrecht aller Menschen in der EU auf Informationsfreiheit einschränkt. Durch deren Artikel 12, neuerdings 16, KünstlerInnen weniger Geld für ihre Werke bekommen. Und gegen eine Richtlinie, deren Artikel 13, der im Abstimmungspapier Artikel 17 heißt, Uploadfilter einführt. Zensur wird, so ist das definiert, vom Staat kontrolliert. Artikel 13 geht noch weiter und verpflichtet jeden Mitgliedstaat der EU, die Plattformen zur Zensur zu zwingen. Auch wenn diese noch nicht spezifisch politischer Art wären, sie schaffen die Infrastruktur dafür. Wir sind nicht die Leute, die sich hier hinstellen, damit sie weiter die Videos ihres Lieblingsvideo-Creators gucken können. Wir sind die Leute, die durch die Vorgänge während der Trilogverhandlungen die europäische Demokratie in Gefahr sehen. Und wir sind die Leute, die gegen eine Richtlinie ist, die nur den Status quo berücksichtigt und deren Prämissen für Plattformen in der Zukunft schon nicht mal gültig sein werden. Aber wir sind für eine progressive Richtlinie, die zum Beispiel eine europäische Verwertungsgesellschaft einführen würde, in die Google und Co. pauschal einzahlen müssten, damit die KünstlerInnen für ihre Arbeit auch Geld bekommen. Und um eines klarzustellen, das ist keine Frage von links bis konservativ oder liberal. Das ist eine Frage von Generation Gleichberechtigung. Denn ohne jemanden persönlich anzugreifen, bei den Interviews dieser Politikergeneration vermitteln sie immer den Eindruck, sie hätten das Internet an sich nicht ganz kapiert. Ja, Herr Voss, es gibt einen Unterschied zwischen YouTube und Spotify. Und nein, Herr Voss, YouTube ist nicht dazu da, urheberrechtlich geschütztes Material ohne Lizenz hochzuladen. Und Herr Voss gehört nicht zu der Generation, die die langwierigen Folgen der EU-Richtlinie erfahren wird. Das sind wir. Und wir müssen ein Zeichen setzen, denn die Gegenwart gehört uns allen. Und wir müssen sie alle aktiv mitgestalten. Aber die Zukunft gehört uns, der Jugend. Dankeschön.